Libellen. Durchsichtige, gläserne Flügel schwirren wie glitzernde Diamanten. Zu schnell für unsere Augen, um den Flügelschlag im Detail zu erkennen. Mal schweben sie wie Hubschrauber auf der Stelle, dann wechseln sie unerwartet und blitzartig die Position. Auf wilde Verfolgungsjagden folgen Ruhepausen auf Halmen oder Blättern. Libellen an einem warmen Sommertag über einem Gewässer. Ein Sommer ohne Libellen ist gar kein Sommer, misslungen und verpfuscht ist er, postulierte der Heidedichter Hermann Lühns seinerzeit. Damals wohl ein höchst seltenes Ereignis, denn es gab noch eine Vielzahl intakter Gewässer. Klare Heidebäche, tiefschwarze Moorkolke, Schilf umsäumte Seen oder träge fließende Tieflandflüsse. Heute hat sich unsere Gewässerlandschaft leider sehr zum Schlechten verändert. Und ohne Wasser gibt es keine Libellen. Doch es gibt sie noch. Besonders die weniger anspruchsvollen Arten sind an jedem Gartenteich anzutreffen. Denn alle Libellenarten sind durch ihren Lebenszyklus, insbesondere bei Eiablage und die Entwicklung ihrer Larven, sehr eng an Gewässer gebunden. Und sie haben dabei eine sehr große Artenvielfalt entwickelt. Wussten Sie, dass zurzeit weltweit etwa 5.900 Arten unterschieden werden und es allein in Deutschland 85 Arten gibt? Überhaupt ist das Wissen um die etwas bizarr anmutenden Insekten bei den meisten von uns äußerst gering. Mythen und Halbwahrheiten dagegen gibt es zahlreich. Libellen wurden früher schon mal als Teufelsnadeln, Zwicken oder Augenstecher bezeichnet. Man glaubte, die Tiere könnten stechen oder beißen. Beißwerkzeuge haben sie alle und bei genauer Betrachtung findet man bei den Weibchen auch einen Legebohrer, keinen Stachel, den sie zur Eiablage nutzen. Für Menschen sind diese Werkzeuge jedenfalls vollkommen ungefährlich, viel zu schwach, um unsere Haut zu verletzen. Gefährlich wird es nur für kleinere Fluginsekten wie Fliegen und Mücken oder kleine Tiere, denn Libellen, ihre Larven im Wasser, wie auch die erwachsenen Fluginsekten, sind gewandte Räuber. Als Räuber haben sie sich auf der Erde behaupten können, wie kaum eine andere Tierart. Tatsächlich handelt es sich bei den Libellen um eine im wahrsten Sinne des Wortes uralte Insektenfamilie, die schon in Versteinerungen des Karbons, also vor über 325 Millionen Jahren, auf der Erde vorkam. Sie haben die Saurier und viele andere Organismen überlebt, ohne sich äußerlich deutlich zu verändern. Ihre langgestreckte Gestalt setzt sich, wie bei allen Insekten, aus drei Körperabschnitten zusammen. Der rundliche Kopf mit den ausklappbaren Fangwerkzeugen wird bei vielen Arten von riesigen Komplexaugen fast vollständig bedeckt. Der Kopf ist beweglich, mit dem kurzen, kräftigen Brustbereich verbunden, der die beiden Flügelpaare wie auch die drei Beinpaare trägt. Daran schließt sich ein langer Hinterleib an, an dessen Ende bei genauer Betrachtung zangenartige Anhänge zu finden sind. Libellen, die fliegenden Edelsteine, wollen entdeckt werden. Am Gartenteich, einem Wiesengraben oder etwa am Feuerlöschteich im Ort. Man sollte nur ein wenig Geduld und Muße mitbringen.